Na, das passt ja heute. Moin. Wird Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Dortmund die Überraschung gelingen? Das ist die große Frage des Abends. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff. Wir werden während der Sendung schon einmal live ins Weserstadion schalten. Und auch diese Themen haben wir für Sie vorbereitet. Unser Regisseur wurde heute Vormittag Augenzeuge, wie Waggons eines Güterzugs im Neustädter Bahnhof entgleisten. Davon hat er in unserer Konferenz berichtet. Bis dato war das Ausmaß des Unfalls noch gar nicht überschaubar. Zwischenzeitlich herrschte Lebensgefahr, weil eine Oberleitung beschädigt wurde. Die Strecke ist seitdem gesperrt. Hauke Hirsinger hat die Einzelheiten. Auch Werder-Fans, die zum Pokalspiel am Abend ins Weserstadion wollen, sind von der Streckensperrung betroffen. Und nicht nur dort. Gesperrt. Ältere Menschen sind für Kriminelle häufig leichte Beute und werden daher immer wieder Opfer von Überfällen. Diese Erfahrung hat gestern Mittag auch eine 91-jährige Bremerin aus Findorf gemacht. Sie konnte zwei Angreiferinnen gerade noch abwehren. Anders erging es zwei Seniorinnen 2016 und 17. Ihr Peiniger ist heute vor dem Landgericht Bremen zu 7 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Wegen versuchtem, besonders schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung. Uwe Wiechert. In diesen Minuten füllt sich das Weserstadion. Noch vor Anpfiff sprechen wir mit Werder Bremens Sportchef Frank Baumann über das bevorstehende Spiel gegen Dortmund. Gleich nach den Nachrichten. Cyberkriminalität. 2000 Kreditkarten im Nordwesten gehackt. Vielleicht erinnern Sie sich, das war unsere Headline vergangenen August. Internetbetrüger haben Geld von Konten nach Brasilien umgeleitet und so einen Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro verursacht. Cybersicherheit ist ein großes Thema, eben nicht nur für Banken, sondern überall dort, wo Daten geschützt werden müssen. Auch in den bremischen Häfen. Die Hafengesellschaft Bremen Ports hat jetzt einen Mann eingestellt, der solche Angriffe von außen abwehren soll. Im Rahmen unserer Wochenserie Sicher im Netz stellt Christian Brahns Schreckeneder ihn vor. Heute scheiden sich die Fußballgeister. Gehören Sie zu Team Hoffnung oder Team Niederlage? Es gibt wirklich ein kunterbuntes Bild an Meinungen, werden Sie im Beitrag gleich sehen. Was aber auffällt aus der Krisenperspektive, in der Werder derzeit ja nun mal steckt, sind die Dortmunder eine echte Hausnummer. In der Mannschaft des BVB sind die wahren Stars, stellt ein Fan fest. Ariane Wirth mit einem ganzen Stimmungsbild am Nachmittag. Werder also klar Außenseiter, dazu die Krise in der Liga. Kurz vorm Spiel steht jetzt Werder-Sportchef Frank Baumann bei meiner Kollegin Jana Betten. Jana, und der ist voller Zuversicht, logischerweise, oder? Ja, und wenn man den guckt. Und danke, Jana, dir für die Einschätzung. Vor knapp einem Jahr hat Werder die Überraschung ja geschafft und Dortmund im Elfmeterschießen rausgeworfen. Mal gucken, was das heute gibt. Mehr Gehalt und bessere Arbeitszeiten, dafür haben sich heute mehrere tausend Ärzte vor Unikliniken in ganz Deutschland an Warnstreiks beteiligt. Ihre hohe Arbeitsbelastung, ein bekanntes Problem, seit Jahren auch in Bremen. Ärzte und Pflegekräfte können davon gleichermaßen ein Lied singen. Gerade Pflegekräfte flüchten deshalb immer häufiger in ein Leiharbeitsverhältnis. Seit 2040 hat sich ihre Zahl nahezu verdoppelt, Frido Essen berichtet. Das älteste Underground-Punk-Magazin der Welt kommt aus Bremen, so sagen es zumindest die Macher. Sie haben schon über Nirvana geschrieben, als die Band noch überhaupt unbekannt war. Trust heißt es und ist von Fans für Fans seit mehr als 3 Jahrzehnten. Heute ist ihre Jubiläumsausgabe erschienen. 200 die Auflage und immer schon in Schwarz-Weiß. Annalena Borchert hat sie sich angeschaut. 200. Ausgabe, 2000 die Auflage, so muss es heißen. Entschuldigung. Gestern haben wir über das geplante Hochhaus im Viertel berichtet. Das wird weitergehen morgen. Die Stadt hat einen Kompromiss vorgestellt. 11 statt 14 sehen Sie morgen bei uns. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken. Und wenn Sie möchten, hat André Pfitzner jetzt noch das Wetter für Sie. Tschüss, machen Sie es gut.